Sonic. Nee, das war Sonic Boom. Oh nein, du kannst Sonic Boom. Oh nein, du wirst ein Riesenproblem darstellen für uns, ne? Kann das sein? Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Infinite Fusion. Wir bereisen heute den Mondberg und unser Team ist wieder fit. Also ich habe es schnell wieder fit gemacht und jetzt können wir endlich den Mondberg hier erkunden. Nein, kann man nicht. Ich war gerade überlegen, wir gehen erst die Treppe runter. Ja, das ist eh eine Sackgasse da. Auch wenn es hier ein bisschen anders aussieht als in anderen Originalspielen. Ich weiß schon. Ich kenne mich schon im Mondberg, aber ich kenne auswendig. Das dürfen die älteren Spieler auch wissen oder auch kennen. So. Schön. Hier haben wir erst ein Team Rocket-Mitglied. Wir, Team Rocket, sind Pokémon-Gangster. Hier rauszubringen. Okay. Erste Begegnung mit Team Rocket. Und der Remix gefällt mir. Der Joey will kämpfen. Mit einem... Oh! Das ist nice! Das ist Feuerriegel und Cosilla. Oh, sieht das süß aus. Oh, schön. Feuereis oder Feuerpsycho? Du bist auf jeden Fall ein Feuertyp. Und du willst die Water Gun nicht fressen. Oder Schnee, das resistieren wir. Feuer-Eis wäre auch eine saugeile Typenkombination eigentlich, ne? Finde ich jetzt mal so ganz spontan. Lucky Chained. Oh, Lucky Chained ist doch hier verhindert Volltreffer und so, ne? War das Lärm? Eigentlich nicht. Stop, yes. Vairas, was ist Vairas? Oh, du bist ein Wo-In genau mit einem Paras. Ich finde das Design nice. Also Paras-Körper kann man echt machen. So, wir sind gerade. Ich bin gerade so froh, dass ich hier Schnabel nicht habe vergessen lassen. Denn Schnabel wird dir auf jeden Fall Aua machen, wo ihn genau Kanabang Konter und so ein Quatsch machen. Wir drücken mal einen Schnabel. Es wird sehr effektiv sein, ja, ist es auch. Stun Powder, okay, jetzt gehen wir auf jeden Fall raus. Jetzt macht mir das Ding Angst. Auf was gehen wir raus? Wohin genau kann keine Psychoattacken werden? Außer Spielcape, aber naja. Auf was gehen wir raus? Wir können auch... Oh, wir haben ein paar Möglichkeiten. Will ich es einschläfern? Will ich es paralysieren? Will ich es verwirren? Wir haben ein paar Möglichkeiten, definitiv. Ich glaube, ich will es verwirren. Mit Zupix. Leechlife, ja, das resistieren wir vierfach. Wohin genau? Konter, Spiel, Cape macht mir ein bisschen Angst. Der Abgangsbund aber auch. Wir wissen aber nicht, welche Attacken es beherrscht. Deswegen erstmal Supersonic. Instant-Treffer wieder. Also, Supersonic trifft in diesem Hack unglaublich oft. Schöner Treffer. So. Fight. Jetzt versuchen wir es noch mit Glut zu verbrennen. Greif dich selbst an. Ah, Stunspore. Okay. Komm, Treffer, 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 Treffer. Nicht gestunt. Keine Para, keine Para, keine Para. Danke. Wohin genau macht, ist ein Killer in einer Nuzlocke. Definitiv.
Firespin. Firespin war was? Oh, wir lernen jetzt schon Feuerwirbel. Okay. Die Genauigkeit von Feuerwirbel macht mir aber ein bisschen Sorgen, deswegen bringen wir es nicht bei. Nee. Was willst du denn? Bite? Ja, bis auf jeden Fall. Das bringen wir dir bei. Dafür kann hier Dingens weg. Erstauner. Da kommt noch ein Pokémon. Okay. E-Poke. Oh, das ist ein Bidifass mit einem Fleckmon. Und das ist eine geile Fusion. Mann, ey, das sieht mega gut aus. Okay, du bist ein Normalwasser- oder Normalpsychotyp. Du kannst die Konfusion, deswegen gehen wir raus, weil du einen Fleckmon in dir hast. Das hört sich auf so vielen Ebenen falsch an. Einfach. Was machen wir da? Wir könnten auf Biras raus. Könnten wir. Der kann Biras eigentlich gar nicht so viel machen. Ja, deswegen gehen wir einfach auf Biras. Das ist eine echt coole Fusion. Das sieht wirklich nice aus. Dass das weht hat, war okay. Wir gehen für ein Poison Sting. Ja, darauf habe ich gehofft. Vergiftung. Schön gemacht. Und ab für den Kratzer. Wie viel macht der? Ah ja. Nicht wirklich viel. Wir dann switchen schon wieder raus. Ohoho. Party. Spearhut. Spearhut hat Bock. Vielleicht bringt uns zum Lachen und wir gewinnen instant. Oh my. Okay, du machst echt viel Aua, ne? Und ich will Spearhut eigentlich nicht riskieren. Gut, wir switchen wieder. Wir stallen den jetzt ein bisschen aus. Gut, dann gehen wir gleich nochmal zum Pokémon Center. Heilen nochmal. Ah. Das Spiel ist schon bockschwer. Also die Gegner sind wirklich hart. Und, ja, darf man nicht unterschätzen. Wir tackeln dich einfach mal. Mal gucken, wie viel macht's? Ja, nicht allzu viel. Weniger als gedacht. Aber noch ein Tackle und dann die Vergiftung hinterher und dann haben wir eigentlich gewonnen, ne? Oder auch so, reicht schon so. B-Poke. Auf jeden Fall merken die Fusion. Ist nice. I blew it. Okay. So. Legging Tail. Was ist Legging Tail? Da ist es doch. Okay, das macht ein Pokémon schwerer, wenn es gehalten wird. Dafür ist es noch langsamer. Was ist das für eine Maschine? Die kenne ich gar nicht. Okay. Wir gehen auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Da können wir auch ein bisschen speeden jetzt. Natürlich kriegen wir jetzt den Counter noch. Ich switch einfach mal den Lead. Erstmal was Schnelleres nach vorne. Wie zum Beispiel Butterwen. Wir heilen nochmal ganz schnell. Och, komm. Ich mag's nicht, dass man hinter den Leitern dann rauskommt. Bin ich kein Freund von. Nein. Nein. Ein wildes Kukuna hier in der Höhle. Wow. Okay. Danke. So, jetzt können wir wieder ein anderes Pokémon nach vorne switchen, weil wir sind wieder fit und Spearow. Spearow, ja.
Ach ja, das sieht wieder aus. So. Er studiert hier im Berg, okay. Oh. Super Nerd Joven. Mit einem Chinko. Das ist ein Panflan mit einem Tanzer. Du hast auf jeden Fall einen Käfertyp in dir. Und da kam mal ich schon einen richtigen Lied hier draußen. Feuerkäfer wahrscheinlich. Das ist eine sehr interessante Kombi, was du da hast. Wir machen 3-Hit-Kill. Oh nein, 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 nein! Hau ab! Nein! Spearhut! Spearhut! Spearhut ist kaputt. Spearhut ist kaputt gegangen. Oh nein! Das war unser Spaßvogel. Okay, ich mag dich jetzt nicht mehr, Kollege. Was? Tauboga und Smetbo, ne? Pinkfree. Okay, das ist auch nice. Auf jeden Fall. Passt ganz gut. Ich will hier nicht draußen bleiben, weil das ist ein Flugtyp. Party. Was haben wir gegen Flugtypen? Wir haben gegen Flugtypen... Was haben wir gegen Flugtypen? Ja, wenn es den Käfertyp in sich hat, was ich jetzt hoffe, dann wird Zupix dem gehörig ein... weghauen. Och Mann, Spearhut, Mann. Oh, dass da unbedingt ein Self-Destruction rausmacht. Oh nein, 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 nein. Wir dürfen Zupix nicht riskieren. Zupix ist zu geil. Den müssen wir behalten. Da ich jetzt noch eine Konfusion erwarte, können wir die mit Nedde resistieren. Jawohl. Und wir gehen auf eine Step. Auf einen Step-Teleport. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Die Self-Destruction, die war echt bitter. Wir dürfen dieses Spiel niemals, niemals unterschätzen. Wirklich nicht. Ich mag die Kombo zwischen Smetbo und Tauboga. Die sieht nice aus. Düdlüdüm. Oh no. Ja, oh no. Du hast ein Pokémon von mir gekillt. Du, oh no. Ugh. Ja, Spearhut ist down. Gut, jetzt sitzen wir aber Tränke hier. Ich will jetzt nicht wieder ständig zurückrennen müssen. Potion. Ja, komm hier auch noch. Was soll der Geiz? Oh, ärgert mich das jetzt, Mann. Oh, wir haben den Protektor gefunden. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch das Item für, Tatsache. Um ein Rizeros zu Rihonio weiterzuentwickeln. Oh. Nice. Ja, ein wildes Kanimani. Und wir... Och nein, bitte. Zupix, sei bitte schneller als Kanimani. Dankeschön. Splashplate. Das ist die Wasserplatte. Mhm. Können wir eigentlich mal begeben, ne? Es versteckt halt Wasserattacken. Das geben wir Nedde. Oder was können. Und nehmen den nächsten Trainer vor. Spearhut.
Schade. Robby, wer ist denn Robby? Also, der Robby ist der Trainer. Und du bist, schickst einen Cut in die, in den Kampf. Das ist eine Kreuzung zwischen Kokuna und Mauzi. Du könntest den Käfertyp in dir haben. Bitte hab ihn in dir. Danke, hast du sogar. Also bist du normal Käfer. Ja, der Härtner wird dich auch nicht mehr schützen. Der wird dir auch nicht mehr helfen. So rum. Metas. Okay, das ist Safkon und Mauzi. Das ist genau derselbe Fall, auch normal Käfer. Die Kokuna-Version hat mir besser gefallen vom Aussehen. Quit. Gut, Zupix geht hier durch. Und tschüss. Da haben wir den Robby bekämpft. Gut. Fluffy Tail. Was ist ein Fluffy Tail? Okay, damit können wir vor dem wilden Pokémon fliehen. Was? Da geht eine Höhle weiter? Was? Wo geht's denn hier lang? Wer bist du? I work here. Achso, er arbeitet im Mamoria Museum. Er sucht nach Mineralien hier im Mondberg. Hier ist Twice Yourself. Rock Smash! Wir bekommen Rock Smash! Okay. Cool. Nice. Nehmen wir. Rock Smash. Können wir das einem Pokémon beibringen? Ja, können wir ein paar beibringen. Oder, ja, drei Stück. Wollen wir jemanden Rock Smash beibringen? Wenn, dann Giras, ne? Wir wollen Biras schon Rock Smash beibringen, ja. Mit Rock Smash können wir die Felsen, die ihr hier seht, zertrümmern. Darunter kann Pokémon sein und wir könnten auch Wege frei schaufeln damit. So, Attack. Ich muss mal eben kurz die Stats angucken. Attack und Spätz Attack ist gleich bei ihm. Das muss ich mir merken. Okay, und wir finden garantiert auch ein Pokémon darunter jetzt, ne? Einfach mal so gucken, was man so hätte bekommen können. Okay, wir bekommen Hearthstone. Da ist nix. Ground Gym. Okay, ich glaube, wir werden ein bisschen zerstören, weil hier kommen wir, glaube ich, ein bisschen an Geld ran, ne? Kann das sein? Mining hätte mich zwar mehr gefreut, aber okay. Okay. Alles klar, wir machen den nächsten Kampf. Oh, wow. Ja. Wieder ein Mädel. Die Miriam möchte kämpfen und setzt ein Seedle ein. Oh mein Gott! Okay, es ist ein Jurob mit einem Shelterrain? Ja, es ist, glaube ich, ein Shelterrain, ne? Pflanze, Wasser. Okay. Da sind wir mit Zupix gar nicht mal so gut aufgestellt. Pflanze, Wasser. Pflanze, Wasser. Biras. Alles, was du kannst. Bis auf Eisattacken. Okay, Jurob könnte Eisattacken. Also das Jurob in dir könnte das Absorber. Gut, das resistieren wir vierfach. Fight. Wir drücken jetzt einfach den... Wir wollen dich vergiften eigentlich. Razor Leaf. Oh, das resistieren wir auch vierfach.
Puh, Schwein gehabt, dass wir noch Biras haben. Du bist nämlich Level 14 und Instant Vergiftung. Bäh! So muss das aussehen. Okay, das ist Zugabe. Das können wir. Damit können wir umgehen. Es ist nun mal ein sehr effektiver Giftstachel, der auf dich fliegt. Und du kannst Biras gar nicht, so wie es aussieht. Finde ich gut. Okay, die Zugabe ist beendet, deswegen können wir jetzt scratchen. Oder auch nicht. Aber es ist so oder so jetzt tot. Siedel. Nice, nice, nice. Bin ich schon ein großer Fan von. Wir holen mal wieder Nettle nach vorne. Wir gehen jetzt die Treppe runter. Jawohl. Treppe und ein Team Rocket-Glied. We're pulling a big job here. Okay, die machen irgendeinen großen Job hier. Und Team Rocket ist ja böse, deswegen halten wir die ja auf. Weil wir ja zu den Guten gehören. ein Abt. Abra und Trassler. Okay, Psychofee oder rein Psycho? Du dürftest nichts können, was Nettle richtig gefährlich wird. Hoffe ich. Deswegen drücken wir jetzt einfach einen Nightshade. Konfusion, richtig, das resistieren wir. Schön. Sehr schön. Growl. Ah, das. Aber es ist eine interessante Kombi auch, ne? Also wäre der Helm nicht da, sondern nur der Abra-Kopf, wenn die Ohren anstatt der Helm da von Abra, dann wäre es so nice. Dann würde es auch richtig gut aussehen. Aber so jetzt, ist nichts Halbes, nichts Ganzes, finde ich. Da ist Potenzial verschwendet worden. Wir lernen Biss. Wir wollen Biss lernen, sagen wir mal ja so. Und das bringen wir dir auch bei. Wir brauchen den Schnabel eigentlich gar nicht. Zack, vergessen lassen für Biss. Nalup. Wer ist denn Nalup? Oh, Natu und... Oh, ist das ein Plinfer? Oh ja, das ist ein Plinfer. Plinfer und Natu. Wir haben Kanimani und Natu. Entweder bist du auch Psycho-Wasser oder du bist... Wasserflug. Eins von beiden. Wenn du den Psychotypen in der hast, ja, dafür haben wir gerade den Biss gelernt, ne? Und der wird dir jetzt aber machen. Jawohl, du bist Psycho-Wasser. Nightshade. Nightshade wird mich nicht killen das nächste Mal. Wir hoffen mal jetzt auf einen Flinch. Schade. Bubble. Netter Versuch, aber Nettle macht dich fertig. Nettle macht das Nalup fertig. Und heute habt ihr irgendwie eine sehr feuchte Aussprache. Ja. So, TM10, Hidden Power. Gut, dass wir die schon mal haben. Jetzt müssen wir noch den Typen finden, der uns sagt, welche Hidden Power, welche Typen die Pokémon mit Hidden Power lernen. Oder haben. So. Wir switchen mal wieder den Lead. Und hier können wir Zertrümmerer einsetzen, um an das Item ranzukommen, was ich auch vorhin angesprochen habe. Halt Wege freischaufeln. Hearthstone schon wieder. Das verstärkt Gesteinsattacken in Hearthstone. Unknow Item? Okay. Was ist Unknow Item? This item has been removed from the game one. Okay, dieses Item wurde aus dem Spiel entfernt. Okay, warum ist das hier immer drin? Keine Ahnung. So, Mabip. Junior. Yep.
Kurzer Blick auf die Uhr, wie viel Zeit haben wir noch? Togechick. Togepi und Flemly. Finde ich nice. Finde ich auch schon wieder eigentlich cute, das Ding. Und der Name Togechick. Geil. Genial. Gut. Du bist ein Feuertyp auf jeden Fall. Deswegen Watergun und. Das ist noch nicht mal ein Two-Hit, ne? Pumpt sich auf, okay. Watergun. Vielleicht ein Crit und Down. Metronom. Oh, Fireblast. Hätten wir resistiert, aber der Z schon Aua gemacht. Oh, wir wollen Bubble Beam lernen. Natürlich wollen wir Bubble Beam lernen. Ja. Bubble Beam ist besser als Watergun. Voltorf. Voltoball und Habitak, ne? Müsse. Und ich mag das Gesicht. Das sieht aus wie ein alter Mann, ne? Mit einem Bart. Das sieht so geil aus. Ich mag's. Ich mag's wirklich. So, du bist aber ein Elektro-Pokémon. Und da switchen wir raus, weil Elektro-Attacken treffen uns vierfach mit Mapip. Wo gehen wir denn? Wie gehen wir da rein? Wir haben Giftkäfer. Du bist aber ein Flugtyp, ne? Wir haben Feuergift. Das ist, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir machen können. Ja, ist wirklich das Beste, was wir machen können gerade. Also, ich mag Voltorf. Voltorf ist cool. Voltorf tut uns Aua. War das ein Schnabel? Wir gehen auf Nettle. Ich hab... Oh Gott, Voltorf wird ein Problem sein. Sonic... Nee, das war Sonic Boom. Oh nein, du kannst Sonic Boom. Oh nein, du wirst ein Riesenproblem darstellen für uns, ne? Kann das sein? Ja, wir haben ein Problem. Wegen fucking Sonic Boom haben wir ein Problem. Und das Ding wird alles outspeeden, was wir haben. Gut, wir haben ein Heil-Item. Nettle, du musst jetzt einmal heilen. Och, und es spammt nur noch Sonic Boom, oder was? Wer es nicht kennt, Sonic Boom ist eine fixe Attacke, die immer 20 Schaden verursacht. Immer. Egal, was passiert. Och, komm schon. Ist das dein fucking Ernst? Du spammst nur Sonic Boom. Ist das dein Ernst? Müssen wir etwas opfern? Und wenn wir etwas opfern, dann wird's Biras sein. Es tut mir leid. Aber, Alter. Ich hasse dich. Ich hasse dich mit deinem scheiß Sonic Boom. Also, ich mag Voltorf. Voltorf ist cool. So, wie ist die Geschwindigkeit jetzt hier? 19, 22, 21. Ich hasse dich. Ich hasse dich wirklich, Mann. Sonic Boom! Alter, und er trifft jeden? Das ist keine hundertprozentige Treffergarantie, diese Attacke. Gut, wir müssen Mapip opfern.
Hoffentlich ist Mapip schneller und kann hier noch einen reindrücken. Mapip ist nicht schneller. Mapip ist tot. Butterman, du musst das einschläfern. Du musst es jetzt einschläfern. Sleep Powder. Und jetzt setzt Fury Attack ein. Okay. Oh, und Vergiftung. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht dein Ernst. Gut, du hast den Flugtypen. Mudslap hat keine Wirkung. Wollen wir riskieren, ob es den Normaltypen hat, anstatt den Flugtypen? Wir müssen riskieren. Sonic Boom, ja. Du bist so ein Assi, ne? Natürlich hast du den Flugtypen. Du bist so ein... Ach komm, ich hasse dieses Ding. Das Ding nimmt uns auseinander. Wir haben kein Pokémon, was schneller ist als das Ding. Und wenn das die ganze Zeit nur Sonic Boom spammt, und es ist ja vergiftet, weil... Ah! Und... Ich hätte den Part einfach beenden sollen und das nächste Mal weitermachen sollen und... Wir sind jetzt schneller. Bitte! Nein, es ist nicht verwirrt! Nein! Patrouille! Das heißt, es wird noch ein Pokémon vor uns sterben. Und das wird Biras sein, weil die anderen beiden will ich nicht opfern. Es tut mir leid, Biras. Du bist tot. Voltwow, ey. Ich hasse dich. Und er kommt noch mit einem, ey. Iglirino, oh mein Gott, du bist Gift und noch irgendeine Kacke. Dich treffe ich aber sehr effektiv mit Teleport. Und wir sind schneller, Gott sei Dank. Töte es. Danke. Leute, es sind so viele Pokémon jetzt gestorben, ne? Mapip tot, Biras tot, Butterwen ist tot. Oh. Wir haben nur noch drei Pokémon. Also jetzt hier Goldini und Voltilam halt. Wir haben nur noch drei fucking Pokémon. Puh. Gut. Der Part ist hier zu Ende und, ich werde gucken, dass ich hier Goldini und Voltilam miteinander fusionieren kann und trainieren kann. Und das, wie die Fusion aussieht, werde ich euch das nächste Mal im Part zeigen. Und ja, dann werden wir auch den Rest des Mondbergs machen. Ei, das wird ja noch hektisch hier. Gut, wir sehen uns beim nächsten Part. Wenn euch dieser aber gefallen hat, würde ich mich hier sehr über einen Daumen freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Rönchen. Bis dann. Ciao.